Was macht denn der Götz da vorne? Ja, Philipp, das ist hier ein Problemauto, Kunde Standheizung. Das ist nicht einfach hier. Vorne unterm Sitz, wo wir sie immer machen, geht nicht. Da geht nicht, da sind zwei Batterien drin und da ist noch ein Ladegerät drunter. In der Bank ist der Wasserkasten. Schau mal hier. Hab hier gesucht und getan. Ja, jetzt muss man herkommen. Schau mal, wie geil ich die jetzt hier drin habe. Guck mal. So, ich habe die jetzt hier. Oh, ich muss mich beeilen. Hier der Ausströmer ist von meinen Beinen. Hast du den schön drauf? Ja, sicher. Jetzt haben wir den Ausströmer. Schau mal, das ist die Truma. Das ist unser, boah, so heißt du. Und das ist die Truma. Wir haben unseren jetzt daneben gesetzt. Wir haben hier alles auseinandernehmen müssen. Hier drunter laufen zwei Gasleitungen. Das habe ich gestern selbst gebohrt. Der Monteur hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Gut, egal. Das mache ich schon. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch die gleiche Farbe natürlich, ne? Auch so Mimix 80er, ja, ne? So, jetzt hat er die Standheizung hier drin. Dann kannst du Tür zumachen. So, der kriegt den Unterboden. Kriegt er jetzt noch beheizt, weil das ist der Effekt, der kommt noch dazu. Ist nur wesentlich mehr Arbeit. So, ich habe da gerade noch mal alles kontrolliert, Philipp. So, lass mich mal. Ey, ist das Bocke warm hier drin, Kinos? Mhm. Ey, die geht ja ab. Ja gut, ist ja natürlich auch draußen. So, der geht ja auch, ist auch draußen nicht so warm. Na, der Kunde hat einen neuen Teppich, ne? Da muss man aufpassen. So, 25 Grad hier drin. So, jetzt sieht meine Dinger wieder aus. So, Papier haben wir ja im Auto drin. Aber das war sehr, sehr, sehr aufwendig gestern. Aber wenn du jetzt überlegst, macht der Tank voll, der kann da 3 Wochen stehen. Weil hört ja gar nicht auf da. Der kriegt auch. Ja, du siehst ja hier. Ja, wir müssen ja durchkommen. Hier, riesen Morello Pelle ist neu. Ich werde ja hier echt verrückt. Hier, Morelles, was ist das? Empire Liner. Hier, Philipp. Nächste Morello, Empire Liner. Ey, du bist echt verrückt hier. Wir müssen uns hier echt, Kinder, wir müssen uns echt dranhalten. Aber hierum ging es jetzt erstmal nicht. Standheizung. Sehr, sehr schwierig bei dem Auto. Aber geht nicht, gib es nicht. Ja, die haben noch mächtig zu tun da. Das ist ja ein Riesenprojekt. Aber es ging nicht um die Standheizung, dass das richtig Arbeit bei dem war. Und da unten sieht man den Auspuff, ne? Da unten ist der Auspuffstummel. Ja, jetzt braucht man natürlich nichts isolieren von unten, weil ja alles im Innenbereich ist, ne? So, Philipp. Guck mal, ja, hier sieht Augenblick, es sieht ein bisschen schlimm aus hier. Das ist man ja eigentlich nicht bei uns gewohnt. Hier muss Ordnung herrschen. Ja, hier mitten in der Bude 4 Paletten Solar. 3 Paletten stehen in einer anderen Halle. Also waren gestern 7 Paletten insgesamt. Da hinten, die 3 stehen vor der Klimaanlage und die 3, schau mal die Regale. Nicht ein Solarmodul mehr am Regal, nicht ein. Die hätten keinen Tag später kommen dürfen, weil der Kunde war für Flexi geplant. Aber das haben wir jetzt auch umgemodelt, weil das brauche ich ja nicht, ich habe ja Platz genug. So, jetzt steht mitten in der Bude die ganzen Solarplatten hier. Philipp, so sieht das aus. Wie gesagt, Thema Standheizung geht in jedem Auto. Nur, man muss vielleicht ein bisschen mehr arbeiten. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, ihr könnt nichts verpassen. Kommt noch ganz interessantes, mega interessantes Video von dem Empire Liner. Das ist ein Riesenprojekt, was wir da hinten machen. Wirklich ziemlich das größte Projekt, was ich eigentlich gemacht habe von Solar- und Lithium-Technologie. Das wird der Hammer. So, Daumen hoch.